Ihr wollt euch mal wieder bei einer ganz bestimmten Person bedanken. In der heutigen Folge der Kreativzeit zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Und das benötigst du für eine Dankeskarte. Zum einen Papier mit 150 oder 300 Gramm, einen Stift, Blumen deiner Wahl, eine Schere sowie ein Lineal oder ein Geodreieck. Und so einfach geht's. Zeichne zunächst mit einem Lineal oder einem Geodreieck zwei Striche auf dein Papier. Mit der Schere schneidest du entlang der zwei vorgezeichneten Striche. Schreibe dann das Wort Danke in einer Schriftart deiner Wahl zwischen die zwei ausgeschnittenen Linien. Abschließend steckst du ein paar Blumen in die Karte. Gegebenenfalls musst du die Blumen noch etwas kürzen. Und schon ist deine Karte fertig. Unsere Karte ist jetzt fertig und natürlich könnt ihr die Farbe der Karte und auch die Blumen ganz individuell aussuchen und auf eure jeweilige Person abstimmen. Viel Spaß beim Nachmachen und bleibt kreativ!